Ja, hallo liebe Gemeinde, wir machen mit der Hydraulikanlage weiter. Ich hatte euch gezeigt, wie eine Hydraulik-Steuerradpumpe und ein Zylinder zusammengeschlossen wird. Und jetzt möchten wir, dass ein Autopilot da eingreift und das Ruder bewegt. Dazu nehmen wir zum Beispiel solch eine Hydraulikpumpe. Das sind die neuen von Simrad und B&G. Das sind die Pump 2, Pump 3, Pump 4 und Pump 5. Die verschiedenen Hydraulikpumpen, die ersetzen seit sofort eigentlich. Die kleine RPU80, die waren 12 Volt und war für Hydraulikzylindervolumen 80 bis 250 Kubikzentimeter ausgelegt. Ja. Ich hatte euch ja den Hydraulikzylinder gezeigt und wenn er rein und raus fährt, das Hydraulikvolumen, was dann halt da hin und her geschoben werden muss. Ne. Das ist hier die Pump 2. Die RPU160 von Simrad wird ersetzt durch die Pump 3. Und die RPU 300 wird durch die Pump 4 übersetzt in der 12-Volt-Version und die Pumpe 5 dann in der 24-Volt-Version. Gut, aber das einmal zu den Pumpen. Diese Pumpe soll nun in mein Hydrauliksystem rein. Was macht diese Hydraulikpumpe? Die soll also jetzt das Ruder bewegen, sprich rechts, links, und kann mit den beiden Drähten, wird sie angeschlossen, rechts und links laufen. Das heißt, sie pumpt wieder die Hydraulikflüssigkeit hier raus, da rein oder umgekehrt. Ne? Und wenn wir wieder auf mein Schaubild von eben gehen, dann haben wir hier die Hydraulikpumpe für den Autopiloten. Das ist genau diese Pump 2. Die bauen wir jetzt einfach mit T-Stücken ein. Ja? Hier sind T-Stücke drin. Und da muss sie natürlich eingreifen. So, die soll jetzt hier rauspumpen und da dann zurückkommen. Zum Beispiel umgekehrt da raus und oben wieder zurück. Das ist genau der Weg. Und hier hat sie natürlich den Anschluss an den NAC. Kurscomputer zum Beispiel von Navico, Simrad B&G. Genau, das soll sie machen. Soll hinten den Hydraulikzylinder bewegen und damit das Ruder. Sie soll nicht die Steuerradpumpe oder diese bewegen. Deswegen ist es wichtig, dass das Steuerradpumpen mit Rückschlagventil sind. Ja, Rückschlagventil seht ihr hinten dran, ist dieses, die R-Pumpen. Habt ihr das nicht? Habt ihr dieses Rückschlagventil nicht dran? Die Steuerradpumpe ist eingebaut, dann gibt es solch einen Doppelsperrblock. Sperrblock, so. Das ist im Prinzip ein Kasten. Da werden die beiden zur Hydraulikpumpe zur Steuerradpumpe angeschlossen, die beiden Leitungen zum Zylinder. Und es gibt noch zwei Anschlüsse, wo jetzt unsere Autopilotenpumpe rankommt. Ne? Und die sorgt dafür, dass das nur hier fließen kann, nicht hier zurück. Also im einfachsten Fall habt ihr Rückschlagventile, braucht ihr zwei T-Stücke. Habt ihr keine Rückschlagventile, braucht ihr einen Sperrblock, der das halt sperrt. Die Hydraulikpumpe selbst sperrt immer. Das heißt, wenn sie nicht läuft, steht sie und lässt die Hydraulikflüssigkeit nicht durch. Das heißt, ihr könnt ganz normal hier eingreifen und bewegt den Zylinder. So, also jetzt gucken wir uns einmal diese T-Stücke und diesen Doppelsperrblock, die müssen wir ja nun anbringen und die Hydraulikschläuche hier zur Autopilotenpumpe. Gut, dazu haben wir diese Pumpe. Heißt, wir greifen jetzt in das System ein, das geht zwei hier weg, wir kommen zwei Schläuche hier weg und wir kommen mit zwei T-Stücken und gehen hier ran. Ja? T-Stücke findet ihr bei uns unter den Pumpen, verlinkt zum Beispiel für die 10 mm Nylonschläuche, nehmt ihr so eine Stützhülse rein. Und dann könnt ihr das da ranschrauben und ordentlich verschrauben. Ne? Dann geht das hier rüber. So, jetzt hat die Pumpe aber drei Anschlüsse. Der dritte Anschluss ist jetzt ein Balance- oder Ausgleichsanschluss. Der wird jetzt noch extra verlegt. Und zwar kommt er hier oben dran, an den höchsten Punkt der Pumpe. Das ist nämlich die Entlüftung sozusagen. Wird da angeschlossen. Dazu ist bei der Steuerradpumpe auch solch ein Teil dabei. Mit Überwurfmutter wieder Nylonschlauch hier, Stützhülse rein, daran. Und dann könnt ihr auch den da anschließen. Ne? Die Entlüftung passiert wieder über den Deckel hier oben oder mit dem Lüftungsloch oder mit einzelnen Schlauch wieder abgesetzt. Könnt ihr auch machen. Das heißt, die Hydraulikpumpe wird dreifach angeschlossen. Heißt, es geht nämlich noch ein Schlauch zusätzlich von hier zu dem höchsten Punkt der Pumpe. Ja? Das ist der, den ich gerade gesagt hatte. Ja? Das ist der Balance- oder Ausgleichsschlauch. Braucht ihr für das kleine System vielleicht nicht, aber da es dabei ist. So, und bei der Pumpe 2 und 3 und 4 und so weiter sind jetzt Anschlussteile bei.
Einmal haben wir hier die goldenen Anschlussteile. Das sind immer drei Anschlüsse, weil die Pumpe ja auch drei Anschlüsse hat. Das ist jetzt konisch. Und da seht ihr, das ist ein ganz komische Gewinde bei Hydraulik. Adapter Nut 45 Degrees, Flair, SAE 6F und so weiter. Sagt mir nichts. Brauchen wir auch nicht. Das ist ziemlich hinfällig. Was freundlicherweise dabei ist, ist nämlich ein Anschluss für 10 mm Schläuche. Und genau das habe ich euch ja gerade erzählt. Das ist dieser Anschluss. Und der kommt genau über den Schlauch. Und wird dann hier verschraubt, ne? So wie ich das gesagt habe. Das ist nämlich so ein Anschlusssatz, der hierbei ist. Ist auch jetzt bei den Simrad B&G Hydraulikpumpen dabei. Nicht bei anderen, bitte. Ja? Das ist eine Sache, die ist wirklich hierfür. Ansonsten, wenn ihr hier andere Anschlüsse habt, andere Schläuche hier habt und nicht mit diesen 10 mm arbeiten könnt, dann müsst ihr tatsächlich zum Landmaschinenhydrauliker und sagen, ich möchte von diesem Gewinde auf dieses Gewinde, auf jenes Gewinde und da muss es ein 2 Meter Schlauch, pressen wir das mal. Ja? Die haben so eine komischen und auch konischen Gewinde, denn nur können die Schläuche selbst, können die pressen. Das ist hier jetzt was zum Selberbauen. Ihr kommt mit der Vetus Hydraulikanlage und einer Simrad B&G Pump 2 oder so komplett durch. Könnt ihr alles selbst machen. Hydraulikzylinder passt da auch ran. Und das ist jetzt, ist aber zufällig nur so, ja. Das ist nicht immer so. Alle anderen Pumpen verwenden andere Anschlüsse und haben solche Adapter nicht dabei. Da müsst ihr dann gucken. Hier sind 1/4 Zoll NPT Gewinde drin. Das ist dieses und das sind spezielle Gewinde, amerikanische Gewinde. Gut, das dann zur Hydraulikpumpe. Achso, jetzt muss ich noch was dazu sagen. Die Hydraulikpumpe, die ihr verwenden wollt, hängt natürlich davon ab, wie viel Volumen euer Zylinder hat. Habe ich vorhin schon kurz erwähnt, aber die kleine Pumpe 2 ist für 80 bis 250 Kubikzentimeter, also für die kleineren Zylinder, weil die Pumpe muss es ja auch schaffen, das Ruder hart auf hart innerhalb von, sagen wir mal, 8 Sekunden oder so ungefähr zu bewegen. Ja? Ihr könnt also nicht eine kleine Pumpe und einen großen Zylinder nehmen, das dauert ewig, bis er das Ruder gelegt hat. Ja? Deswegen sind die Pumpen immer angegeben für Hydraulikzylindervolumen. Wie gesagt, die kleine Pumpe 2 oder RPU 80 als Vorgänger ist für 80 bis 250 Kubikzentimeter ausgelegt. Die nächste Pumpe 3 oder vorher RPU 160 ist für 160 bis 550 Kubikzentimeter Hydraulikzylindervolumen. Und die große Pumpe 4 ist für 290 bis 960 Kubikzentimeter Volumen. Heißt auch, wenn ihr zwei Zylinder habt und die parallel arbeiten, müsst ihr natürlich die Summe der beiden Volumen. Das muss sie ja schließlich pumpen, ne? Nehmen. Und wenn ihr im 24-Volt-System seid mit der großen Pumpe, dann ist es die Pumpe 5. Die ist natürlich auch dann für 290 bis 960 Kubikzentimeter ausgelegt. Jo, das zu den Hydraulikpumpen vom Autopiloten und wie greife ich in so eine Vetosteuerung hydraulisch ein. Hier ist auch eine Anleitung bei. Lass uns kurz angucken, da haben wir hier auch eine Tabelle. Findet ihr nachher dann dabei. Erstmal die Gewinde und die Adapter. Und auch wenn ich jetzt diese Pumpe nehme und habe dieses Modell, ne, wie schnell pumpt das, kann ich daraus sehen. Ja, das ist es eigentlich. Und die Pumpe, die kleinen Pumpen nehmen natürlich nicht so viel Strom auf wie die großen Pumpen. Die Art der Pumpe entscheidet dann darüber, welchen Autopilot-Kurscomputer ich brauche, dass er mir auch den Strom für die Pumpe liefern kann. Also NAC2 für die kleinen Pumpen oder für die größeren den NAC3 oder Evolution 200 oder 400, die großen dann. Ne? Weil diese Pumpe ist ja nur plus-minus angeschlossen und pumpt das dann hin und her. Jawohl, soweit zu den Autopilot-Hydraulikpumpen, jetzt die neuen von Simrad B&G.